Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und meine persönliche Herzensmission ist, so viele Menschen wie möglich daran zu erinnern, dass sie es in ihrem eigenen Leben wert sind, glücklich und gesund zu sein. Dass sie anfangen dürfen, für sich selbst zu spüren, was ihnen gut tut, um genau diesen Weg zu gehen, diesen Weg, der sich gut anfühlt, diesen Weg des Wohlbefindens und Energie. In meiner Arbeit habe ich verschiedene Wege, mit Menschen in Kontakt zu treten und meine Mission weiterzugeben. Eine ist dieser Podcast und eine weitere ist auch die Bewegungsgruppe, die jeden Montag und Donnerstag stattfindet. In der Bewegungsgruppe, die derzeit immer noch ausschließlich über Zoom läuft, aber sehr bald in der Donnerstagsvariante in Live wiedergehen wird, komme ich mit Frauen zusammen, um uns ganzheitlich zu bewegen. Das heißt, wir machen eine schöne und intensive Bewegungseinheit mit einer Erwärmung, einem themenfokussierten Hauptteil, immer wieder zu einem neuen Thema, jedoch immer eines, was die Frauen tatsächlich auch betrifft. Und natürlich auch Cooldown und zum Abschluss eine Meditation. Und wie du es vielleicht, wenn du den Bewegungskind-Podcast schon eine Weile hörst, kennst, teile ich ganz gerne die ein oder andere Meditation, wenn ich sie für wertvoll erachte. Denn die Meditationen fließen meistens so ganz durch mich hindurch. Ich nehme die Energien auf und gebe sie sozusagen weiter. Und auch diese Meditation, die ich heute mit dir teilen möchte, ist eine, die mich selbst komplett weggebeamt hat, als ich sie geführt habe. Wo ich aber auch gemerkt habe, dass die Teilnehmerinnen sie wirklich genossen haben, dass sie wirklich so richtig entspannen konnten und danach mir auch das Signal gegeben haben, oh, ich hätte jetzt einfach schlafen können. Ich hätte jetzt einfach wirklich komplett loslassen können und einfach komplett mich dem hingeben können, wenn da nicht noch ein paar Dinge zu erledigen gewesen wären. In diesem Sinne möchte ich auch dich einladen, diese Meditation für dich dann durchzuführen, wenn du weißt, dass du für einen Moment deine Ruhe hast, dass du vielleicht sogar sie zum Einschlafen nutzt und dass du es dir so richtig bequem machst. Du darfst dich hinlegen, du darfst dich hinsetzen, du darfst die Meditation genau in der Position machen, wie es sich für dich richtig anfühlt und einmal alle Dogmen vergessen, die du über Meditation weißt. Wenn du dich hinsetzen möchtest und du hast eine Herausforderung mit deinem Rücken, dann polster dir bitte deinen unteren Rücken etwas aus. Das ist meistens sehr viel angenehmer. In diesem Sinne höre ich jetzt auf zu quatschen und ich verzichte auch am Ende der Folge auf eine Verabschiedung, sondern werde mich jetzt hier direkt dann von dir verabschieden und lade dich ein, dass wenn du die Meditation gemacht hast und du Lust dazu hast, mir ein Feedback gibst, wie sie dir gefallen hat, was sie für dich bewirkt hat und wie Meditation insgesamt dir gefällt. Wenn du mir noch ein Geschenk machen möchtest für all die kostenlosen Inhalte hier auf diesem Podcast, freue ich mich, wenn du mir in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und ein paar ehrliche, liebe Worte. Und sollte deine App das nicht hergeben, dann schaue sehr gerne auch in den Link in den Shownotes. Dort kannst du einmal raufklicken und kommst auf meinen Google-Account, wo du mir ebenfalls deine ehrliche Bewertung abgeben kannst. In diesem Sinne möchte ich dich von Herzen umarmen, sende dir ganz viel Sonne aus meinem Herzen und erinnere dich daran, du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Deshalb bleibe bewegt, deine Marie. Ich lade dich ein, ganz langsam zur Ruhe zu kommen. Einen tiefen Atemzug durch die Nase zu nehmen und beim Ausatmen deine Augen zu schließen und dich in dich selbst hineinfallen zu lassen. Lasse dich fallen, fallen, fallen. In den Boden, in die Matte, in das Kissen, in deine Umgebung hinein. Werde schwer, schwer, schwer und überlasse jetzt deinen Körper der Schwerkraft,
überlasse. Jetzt der Schwerkraft sämtliche Kontrolle und werde dir bewusst, dass dein Körper in diesem Moment, in dieser Situation, gehalten von der Schwerkraft, sicher ist. Dein Körper befindet sich in Sicherheit. Und in dieser Sicherheit hinein atmest du noch einmal ganz tief durch die Nase und atmest aus. Atmest noch einmal ganz tief durch die Nase ein und vollständig aus. Noch ein letztes Mal ganz tief. Stell dir vor, dass du deinen Körper verlassen kannst. Dass du mit deinem Geist jetzt an einen Ort reist. Einen Ort, der sich am Meer befindet. Eine kleine Hütte in den Dünen. Und du befindest dich in der Tür nach draußen. Über dir ein Windspiel, das jetzt im Wind ganz zart seine Melodie singt. Dein Blick richtest du ganz weit, weit, weit nach draußen. Weite deinen Blick. Und versuche einmal, deine Augen zu testen, wie weit sie sehen können. Ganz weit, weit, weit in die Ferne. Ganz weit, ganz weit. Vielleicht kannst du in der Ferne die kleinen Schaumkronen sehen, die auf dem Wasser tanzen. Vielleicht kannst du sehen, wie der Schaum ein zartes Spiel mit dem Wasser durchführt. Und du siehst dort in der Ferne den Wind, wie er die Wellen immer näher und näher zum Ufer und zu dir bringt. Und mit jedem kleinen Windstoß spürst du, wie er auch zu dir kommt in dein Gesicht. Und du gehst einen Schritt weiter hinaus, hinaus aus der Hütte heraus. Und du siehst über dir den Himmel. Und lässt deinen Blick ganz weit in die Ferne schweifen, hinein in das Blau, hinein in die Wolken, weit, weit, weit. Und du siehst auch hier den Wind, siehst, wie er die zarten Wolken vor sich hintreibt, wie er sie bewegt. Und du siehst die Weite des Universums, die Weite, in der sich deine Augen verlieren können, und gleichzeitig siehst du den Wind, wie er deinen Blick wieder zu dir selbst ankommen lässt, zurück schickt in diesem Moment. Und du kommst wieder an in dieser Hütte und gehst noch einen Schritt weiter hinaus und kannst vor dir vielleicht eine kleine Treppe sehen, die du jetzt hinuntergehst und wie du deine bloßen Füße jetzt in dem Sand unter dir wiederfindest.
Du spürst den Sand unter deinen Füßen. Und du spürst um dich herum die gesamte Atmosphäre, kannst die Dünen sehen und lässt auch hier den Blick ganz weit, weit, weit von dir wegschweifen. Siehst die Weite dieses Strandes und kannst gleichzeitig die kleinen, feinen Sandkörnchen sehen. Teste einmal deinen Blick, teste deine Augen und versuche, diese kleinen, feinen Sandkörnchen, soweit du kannst, im Detail zu sehen. Lasse deinen Blick schweifen und sehe, wie der Wind die kleinen, feinen Sandkörnchen bewegt, wie er immer wieder wie eine Welle durch die Dünen fließt, wie die ganz zarten Halme sich biegen und strecken und wie der Wind auch deinen Blick wieder zu dir zurückschickt. Zurück zu deinen Füßen in dem Hier und Jetzt. Zurück zu diesem Ort, der deinen Körper sicher hält, sicher in der Schwerkraft, sicher in deinem Geist, zwischen diesem Strand und diesem Raum. Und vielleicht kannst du diesen Moment miteinander verschwimmen lassen, ganz so wie das Wasser an den Strand fließt, wie der Wind den Sand in das Wasser hineinbläst. Ganz so, wie alles miteinander verschwimmt. Dieser Ort mit diesem Raum. Dein Körper mit der Schwerkraft und dein Geist mit deinem physischen Ich. Vermische alles. Lasse alles gleichzeitig sein und atme ganz langsam tief in dich hinein und ganz vollständig und tief wieder aus. Du atmest noch einmal ganz tief in deinen Körper und hältst kurz die Luft an, spürst dich, spürst deinen Herzschlag und lässt die Luft wieder aus dir herausfließen, fließen, fließen. Und noch einmal ganz tief einatmen und die Luft anhalten. Spüre dich, spüre deinen Körper hier in dem Moment und ausatmen. Spüre, dass dein Bewusstsein immer mehr und mehr und mehr zum Ausgangspunkt zurückkehrt, dass dein Geist sich Stück für Stück mit jedem Atemzug von der Hütte, von dem Strand und von der Weite entfernt und wieder zurückkommt, immer näher und näher zu dir selbst. Ziehe alles wieder zurück, hol alles zurück zu dir. In diesem Moment, an diesem Ort, wo du ganz fest verbunden mit dem Boden existierst, ganz fest verbunden mit deinem Körper und der Schwerkraft, sicher, 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 im Hier und Jetzt. Und in diese Sicherheit hinein, in diesem Moment, in deinem Körper, beginnst du dich selbst in deiner Geschwindigkeit ganz sanft zurückzuholen. Sei hierbei so intuitiv wie möglich. Bewege dich, wenn es sich richtig anfühlt. Recke dich und strecke dich, wenn es sich richtig anfühlt. Rotiere dich,
Schüttel dich und öffne deine Augen.